Willkommen bei einer weiteren Folge von Ausgepackt. Heute habe ich von dem Hersteller Beats die Solo Buds. Hier, so sehen sie aus. Das sind die preiswerten Mittelklasse In-Ears von dem Apple-Hersteller Beats. Nachdem wir schon die Solo 4, die On-Ears im Test hatten, freue ich mich jetzt einfach auch mal, um zu gucken, wie diese In-Ears abschneiden. Auch im Vergleich mit anderen In-Ears, da habe ich von Creative Labs die Arwana Ace mit dabei, weil die mir sehr gut gefallen, und noch ein paar andere, mit denen wir das Ganze hier vergleichen wollen. Aber zuerst gehen wir natürlich nochmal drauf ein, wie gut sitzen die, wie ist der Komfort und natürlich, wie ist der Klang von diesen Beats Solo 4. Bevor wir loslegen, was sind die Top-Eigenschaften von diesen In-Ears? Einerseits haben sie einen recht großen Klangkörper, das gucken wir uns gleich nochmal an. Sie sind kräftig und bassstark. Der Bassbereich ist dabei aber nicht ganz so präzise, wie ich es gerne hätte. Insgesamt bildet sich somit ein voluminöses, ja fast räumliches Klangbild. Und diese Beats Solo Buds haben kein ANC und auch noch ein paar andere Besonderheiten, die wir uns gleich angucken. Zuerst mal der Tragekomfort und wie das Ganze aussieht. Da machen wir das Ganze ein bisschen größer. Also da ist das Ladecase. Man sieht schon, das Ladecase ist ziemlich dünn, ein bisschen breiter. Und das liegt daran, dass hier kein Akku im Ladecase drin ist. Das heißt, normalerweise kann man die In-Ears reinlegen und die laden sich dann über Nacht auf in diesem Ladecase. Das geht nicht. Das heißt, wenn man möchte, dass die In-Ears geladen werden, muss man hier hinten immer diesen USB-C-Stecker parallel anschließen. Das heißt, wenn man unterwegs ist, vielleicht eine kleine Powerbank mitnehmen, damit man das laden kann. Dafür haben die In-Ears selbst 18 Stunden Akkulaufzeit und das ist schon ziemlich viel. So sehen die hier drinnen aus und wir gucken uns das einmal aus, wenn wir die rausnehmen. Ich denke mal, man sieht es, die sind auch hier ziemlich dick unten, verjüngen sich dann nach oben hin ein bisschen und sind insgesamt ziemlich hoch. Ich finde die auch relativ schwer für In-Ears. Ich denke, das liegt dann auch daran, dass hier dieser Akku integriert ist. Vorne haben wir einen runden Treiber, das ist für den einen oder anderen ja auch immer wichtig. Jetzt gucken wir uns einmal kurz an, wie diese In-Ears hier im Ohr aussehen. Das ist schon das Erste. Man muss ein bisschen gucken, wie man die am geschicktesten hier reinkriegt. So, machen wir nochmal groß, damit man hier einmal sieht, wie das aussieht im Ohr. Genau, ich habe mich halt hier für die lila, ja, bläuliche Version, violett vielleicht, entschieden. Sieht im Ohr recht schick aus. Einzige, was man eben beachten muss, die sind relativ hoch und das merkt man dann auch, wenn man sie anhat. Also wie gesagt, die Größe, ich habe hier hoch und nicht groß geschrieben, weil ich eben finde, dass die relativ hoch sind. Treiberform rund haben wir schon gesagt, Gewicht ist relativ schwer. Wahrscheinlich einerseits, weil hier ein Akku drin ist, andererseits, weil Apple vielleicht hier auch diesen Klangkörper ein bisschen größer machen möchte. Das Tragegefühl, Memory-Schaum stimmt hier nicht, aber es ist streng, das Tragegefühl. Und das wird durch diese Schwere von den In-Ears einfach noch mal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen verschlechtert, aber ein bisschen intensiviert, sodass wenn man jetzt hier wirklich 2-3 Stunden Musik hört und man nimmt sie raus, dann merkt man einfach, dass hier was drin war. Und es gibt einfach In-Ears, die merkt man auch nach mehreren Stunden Musik hören einfach nicht. Die App ist relativ spartanisch, sage ich mal. Wir haben keinen Equalizer in der App. Das heißt, man müsste entweder ein Apple-Produkt sich zur Rate ziehen. Ich glaube, da kann man den Equalizer direkt im Handy einstellen, wobei ich nur ein Android-Telefon habe. Und diese In-Ears unterstützen auch kein Spatial Audio zum Beispiel. Das Einzige, was man in der App machen kann, ist die Tastenbelegung. Also das haben wir Touch-Tasten, die kann man einstellen. Man kann einstellen, ob das Mikrofon, also wenn man jetzt die Telefonfunktion nutzen möchte, ob dann nur das linke, nur das rechte oder beide Mikrofone verwendet werden sollen. Akku habe ich schon gesagt, wir haben in den In-Ears 18 Stunden, dafür nichts in dem Ladecase. Kommen wir kurz zum ANC und dem Mikrofon. ANC lässt sich hier auch relativ schnell machen, also es hat kein ANC. Dementsprechend auch eigentlich kein Hintergrundrauschen, aber die passive Geräuschunterdrückung ist ziemlich gut. Ähnlich wie die Linsoles, die ich schon hier hatte, die mit dem Memory-Schaum, das vergleichen wir später aber auch noch. Also ich war wirklich erstaunt, wie gut die passive Geräuschunterdrückung hier ist. Mechanische Tastaturen werden deutlich abgeschwächt, man hört Lüfterrauschen nicht mehr etc. Also das machen die teils besser als so manche In-Ears mit ANC. Das Mikrofon. Ja, man muss einfach sagen,
Bei sämtlichen In-Ears hat man immer so ein gewisses Rauschen, man hat schon eine ordentliche Verständlichkeit, aber nicht immer perfekt. Das muss man einfach sagen. Also im Vergleich zum richtigen Mikrofon ist das ein Riesenunterschied. Kommen wir jetzt zum Wichtigsten, nämlich dem Klang. Und Beats verbaut hier 5.3 Bluetooth, allerdings nur mit den Standards-Codecs SBC und AAC. Die High-Quality-Codecs fehlen, ähnlich wie bei den Solo 4, komplett. Wir haben kein LE-Audio, kein LDAC. Ist bei der Preisklasse vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten, aber mit Bluetooth 5.3 hätte ich hier vielleicht schon ein bisschen mehr erwarten können. Der Klang selbst ist, was zuerst auffällt, relativ kräftig, voluminös. Das deckt sich ja schon mal so ein bisschen mit den Solo 4 On-Ears, aber die sind deutlich weniger präzise als zum Beispiel die Solo 4. Und das merkt man einfach. Hört man Billie Jeans, hat man zwar schöne tiefe Klänge, man hat, ja, man hört das Schlagzeug raus, die Bassgitarre, alles ist vorhanden, aber es verschwimmt so ein bisschen. Also man kann teilweise die Bassgitarre nicht vollends mit dem Schlagzeug unterscheiden und das ist dann ein bisschen traurig. Aber man spricht ja natürlich auch von In-Ears der 80 € Preisklasse, muss man auch sagen. Hier kann man vielleicht auch nicht so viel mehr erwarten, wie jetzt die Sennheiser, die Bose mit über 300 € natürlich. Trotzdem wollte ich es erwähnen, weil auch in dieser Preisklasse, vergleichen wir gleich, gibt es ein paar In-Ears, die das ein Ticken besser können, gerade was dieses Präzise angeht. Die Mitten werden ein bisschen unterstützt von dem Bassbereich und sind deswegen sehr kräftig. Und was mir gut gefällt, ist diese Räumlichkeit dieser Mitten und auch der Vocals. Die sind relativ voluminös und dadurch baut sich ein sehr, sehr breites Klangbild einfach auf. Also man hört wirklich von überall die Musik und so kann man eben, auch wenn man nicht ganz so gute MP3s hört, da ja schöne Lieder draus machen, die wirklich von überall kommen. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass sie dynamisch sind, eher dynamisch und dieses kräftige Herausarbeiten, das kommt dann vor allem zum Beispiel im Gitarrensolo zugute, wenn man hier ja Gitarrensolo hört, was direkt vor einem ist, die E-Gitarre kräftig, aggressiv, aber das muss man auch sagen, entspannt, weil die Höhen, die Vocals überspringe ich jetzt kurz, die Höhen, die sind sehr sanft, sind entspannt, da ist kein Klirren, da ist nichts zu Scharfes drin, das heißt, dadurch wird das alles ein bisschen abgemildert. Die Vocals selbst sind im Vordergrund, hatte ich ja schon gesagt, dass alles schön räumlich herausgearbeitet wird. Nicht immer vielleicht so, wie der Künstler sich das vorstellt, aber so, dass man hier gut Musik hören kann. Ansonsten sind die Vocals schon authentisch, aber tendieren eher dazu, nicht ganz so authentisch zu sein. Wenn man versteht, was ich meine. Also hier gibt es tatsächlich In-Ears, die dann auch ein bisschen mehr die Stimme des Künstlers herausarbeiten. Zum Schluss möchte ich, wie gesagt, nochmal In-Ears vergleichen. Ich habe hier einerseits die Beats Solo Buds mit ihrem kräftigen, voluminösen Klang. Demgegenüber stehen die Creative Arwana Ace, die ein bisschen teurer sind, statt 90 € 120 €. Die haben sehr präzisen Klang, was ja den Beats Solo Buds gefehlt hat, und einen eher samtigen Klang. Also gehen weniger diese kräftige Schiene, sondern mehr die präzise, samtige Schiene. Und was mir sehr gut gefallen hat, gerade in den letzten Wochen, sind die Linsoles KZ-AS 10 Pro. Die kosten nur 80 € und sind kräftig, dynamisch. Da ist Power, da ist Präzision drin. Also die sind wirklich für diesen Preisbereich sensationell, meiner Meinung nach. Wer da mehr darüber erfahren möchte, die habe ich auch getestet hier und verlinkt das unten, das Video. Man muss allerdings wissen, die Linsoles sind nicht Bluetooth gesteuert, sondern haben ein Kabel. Und man braucht dann eben auch ein Handy mit 3,5 Klinkeranschluss oder ein Kopfhörerverstärker, damit man die Linsoles verwenden kann. Aber hier merkt man einfach, das sind richtige HiFi-Kopfhörer, mit denen das Hören einfach nochmal ein bisschen mehr Spaß macht. Guckt man sich die besser an, habe ich ja schon gesagt, die Beats
sind nicht ganz so präzise, aber sehr kräftig. Die Creative Arowana Es sind schön warm, detailliert, einfach natürlich, finde ich. Und die Linsoles, sie gehen richtig tief, sind warm, sind kräftig, da ist Power und Dynamik dahinter, wie man es selten kennt von diesen In-Ears. Was die Mitten angeht, gefallen mir die Creative Arowana Es fast am besten. Die sind zwar leicht zurückhaltend, aber sehr detailliert, samtig, sehr natürlich einfach, genauso wie der Künstler sich das wahrscheinlich vorstellt. Die Beats sind noch ein Ticken kräftiger, sind räumlicher, aber nicht ganz so kräftig wie die Linsoles. Und die Linsoles schaffen es einfach, hier noch mehr Authentizität reinzubringen, gerade was die Vocals angeht. Und da ist auch noch mehr Power einfach hinter der Gitarre zum Beispiel. Die Höhen sind alle schön. Die Creative Arowana Es ein bisschen samtiger, ein bisschen zurückhaltender. Aber insgesamt haben wir hier ein recht entspanntes Höhen ausgesucht, die wir hier haben. Ansonsten, Tragekomfort ist sowohl bei den Linsoles als auch bei den Beats nicht ganz so gut. Wobei gerade die Linsoles noch ein Ticken schlechter sind, weil die noch größer sind und durch diesen Memory-Schaum einfach noch mehr im Ohr drücken. Hier haben die Creative Arowana Es einfach nochmal die Nase vorn, drücken einfach nicht so, sind leichter etc. Die Creative Arowana Es sind auch die einzigen mit ANC. Aber, und das hatte ich gesagt, hat man passives Geräuschunterdrückung wie die Beats oder die Linsoles, dann ist das fast genauso gut wie dieses ANC. Gerade die Linsoles schaffen es meiner Meinung nach hier mitzuhalten mit den Creative Arowana Es. Die Beats sind, was das Passive angeht, ein Ticken schlechter meiner Meinung nach, dafür aber auch nicht ganz so streng im Ohr wie die Linsoles. Ja, abschließend kann man sagen, für mich persönlich sind die Creative Arowana Es schon die natürlichsten Kopfhörer. Gerade wenn man kabellose haben möchte, kann man auf das kabellose verzichten und nimmt das Kabel in Kauf, sollte man sich unbedingt die Linsoles einmal angucken, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und ansonsten nochmal die Beats Solo 4, die, und das muss ich sagen, mir persönlich nicht ganz so gut gefallen haben vom Klang, liegt aber hauptsächlich daran, dass der Bass nicht ganz so präzise ist. Ist man jetzt eher ein Spaßhörer oder hört vielleicht auch eher MP3s und möchte einfach nur einen kräftigen Klang haben, der schön voluminös, räumlich ist, dann sind die Beats vielleicht trotzdem das Richtige für einen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich hier mit dieser kleinen Zusammenstellung nochmal zeigen konnte, was gerade so auf dem Markt ist in dem Bereich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Ausgepackt.